Sport Cannstatt, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Zwei Spiele, vier Punkte. Hätte schlechter laufen können, hätte auch ein bisschen besser laufen können. Hallo Philipp. Christian, ich grüße dich. Servus. Und wir beide haben heute einen Gesprächspartner wieder bei uns, und zwar der gute alte, natürlich mit aller Freundlichkeit, Heiko Hinrichsen aus der Sportredaktion. Hi Heiko. In aller Freundlichkeit, hallo. Schön, dass du bei uns bist, und ja, wir haben dich natürlich da als Experte in vielen Bereichen rund um den VfB Stuttgart. Unter anderem natürlich wollen wir einen kurzen Blick werfen auf dieses spektakuläre 2-2 beim FC Heidenheim. Da waren wir beide nämlich ja auch vor Ort. Ja, und dann gibt's immer noch, ja, das wird sich bis Ende August ziehen, Thema Personal, Transfermarkt, was tut sich da? Haben dann einen großen Themenblock, den wir mal ein bisschen ausbreiten wollen, zum neuen Sondertrikot, das vorgestellt wird, das dritte Trikot, und wollen diesen ganzen Themenbereich einmal versuchen, ein bisschen hintergründiger zu beleuchten, mit einem Kommentar auch aus der Redaktion. Dann, Philipp, du hast wieder den Überblick für uns mitgebracht für die U-Mannschaften, was hat sich da getan, Fehlstart bei der U21 schon mal in der Oberliga, wollen das alles ein bisschen einordnen, und dann blicken wir voraus auf dieses zweite Spiel hintereinander mit dem Hashtag FCHVFB, nämlich diesmal FC Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal am kommenden Montag, und ich glaube, da haben wir einiges vor heute, oder? So sieht's aus, wir haben einiges vor, und lass uns trotzdem nochmal ganz kurz einen Ausritt Richtung Ostalb unternehmen. Ihr wart dort, ich nicht. Ich habe, dazu kommen wir später, die U21 angeschaut. Deswegen verlasse ich mich mal komplett auf eure Expertise. Ich habe wirklich nur diese 2,5 Minuten gesehen, die man auf The Zone, YouTube oder sonst wo irgendwo sehen kann. Also fange ich mal mit meiner Expertise an, und die beginnt dadurch oder damit, dass ich erstmal froh bin, dass ich ohne Kniescheibenprellung oder Kniescheibenbruch aus diesem Stadion wieder rausgekommen bin. Denn die Presseplätze sind für einen Menschen, der jenseits der 1,90 grast, doch sehr, sehr begrenzt. Aber darauf soll es jetzt in erster Linie nicht ankommen. Meine kurze Analyse, bevor wir dann drüber reden, ist die: endlich macht der VfB wieder Spaß anzuschauen, ist nicht mehr diese alte Lethargie. Es sind 4 Tore gefallen. Kollegen von der Schwäbischen Zeitung, glaube ich, haben von einem rasanten schwäbischen Duell gesprochen und haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn sie am Ende, also sie, der VfB, am Ende gewonnen hätten, wäre es noch schöner gewesen. Aber also mit dem spielerischen Vortrag erstmal kann ich leben. Ich auch. Und ich fand, es war ein Spektakel. Es war echt ein super Spiel. Also dem kann ich mich nur anschließen. Es war auch ein Spiel, finde ich, zweier guter Mannschaften. Also der VfB hat größtenteils das Spiel dominiert. Es gab aber auch immer wieder Phasen, wo es auch ein paar Leichtsinnigkeiten gab. Es gab viel Glück für den VfB, dass er nicht mit einem Rückstand in die Pause gegangen ist beispielsweise. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite dann sehr dominant rausgekommen, zweite Halbzeit. Und in dem Moment, just wenn man das Gefühl hatte, die 3 Punkte sind im Sack, 2-0-Führung, da gelingt den Heidenheimern eben einfach nochmal ein Doppelpack, auch mit ein bisschen Glück. Hinten raus dann nochmal 2 Riesenchancen auf beiden Seiten. Also kurzum, das Ding ging 2-2 aus. Ich finde, das ist okay. Es hätte auch 4-4 ausgehen können oder 4-3 für irgendeine der beiden Mannschaften. Am Ende vielleicht das gerechteste Ergebnis. Ob schon, ich finde, eine Mannschaft mit der Klasse des VfB Stuttgart muss dann schon auch eine 2-0-Führung auswärts dann auch mit nach Hause nehmen, finde ich. Man hat eben gemerkt beim VfB, A, wo der Trainer Tim Walter hin will und dass er schon einiges bewirkt hat in den 50 Tagen, in denen er jetzt da am Rad dreht. Da werden wir, glaube ich, nachher noch drauf kommen. Auf der anderen Seite, er hat selber gesagt, ich muss hier einige auf links drehen und habe die meisten eben nur 3/4 auf links gedreht, und das andere, es dauert eben noch ein bisschen. Das war in dem Spiel zu sehen, indem sie in beiden Halbzeiten haben sie 30 bis 35 Minuten gut gespielt, und jeweils hinten raus in beiden Halbzeiten ist dann ein bisschen was Sand ins Getriebe gekommen. In der ersten Halbzeit haben sie Glück gehabt, dass aus 3 großen Chancen der Heidenheimer kein Gegentor fiel. Ja. In der zweiten Halbzeit haben sie dann 2 Gegentore kassiert. Dann die große Szene, jeder weiß es noch, der kleine Matteo Klimowitz, glaube ich, in seiner ersten Ballberührung für den VfB, jagt das Ding an den Pfosten. Aber nicht zu vergessen, die Heidenheimer hatten auch noch eine Riesenkopfballchance danach. Richtig, ja. Ja, also ich habe da am Montag, ich war beim Auslaufen und haben da natürlich auch mit dem Trainer gesprochen, auch über diese Szene. Ja, und er sagt, der ist der traurigste Mensch der Welt gerade. Ja, der wollte den unbedingt natürlich machen, ist klar. Und vor allem, und das ist, glaube ich, das, was hängen bleiben sollte, hoffentlich bei ihm als Spieler, aber auch bei allen Beobachtern, der wollte dieses Tor unbedingt machen. Wenn man sich diesen Laufweg anschaut, den er geht, der ist perfekt, wie er sich an seinem Gegenspieler im Rücken da rausstiehlt und in die richtige Position läuft. Der macht alles richtig, der Junge. Zeigt sich auch da körperlich robust, kannst du ja bei so einem 18-jährigen Hemdchen, denkt man ja nicht, wenn man den so sieht. Er macht eben alles richtig.
Und wenn du den Ball mit einer Fußstellung, die sie vielleicht einen Millimeter weiter nach rechts bewegt, triffst, dann geht er halt vom Innenpfosten rein. Ja, also da würde ich auch gar keinen Vorwurf machen oder in irgendeiner Form, das passiert. Ich glaube, da hatten die Heidenheimer schon auch ein bisschen Glück. Aber unterm Strich, hey, solche Szenen, überhaupt, dass es solche Szenen gibt, finde ich, spricht halt eben für den neuen VfB. Ja? Also, dass man wieder, ich meine, Heiko und Philipp, wir waren oft genug auch auf Auswärtsspielen in der vergangenen Saison in der Bundesliga und du bist eigentlich nahezu jedes Mal mit einer 2-3-0-Klatsche wieder nach Hause gefahren. Jetzt fährst du hin, du erlebst wirklich ein tolles Fußballspiel. Und man muss dazu auch sagen, der FC Heidenheim ist einfach auch keine schlechte Mannschaft. Nö, ja? Die haben Spirit, nicht. Die kommen immer wieder zurück. Mittlerweile kann ich mir absolut erklären, wie dieses 5-4-Pokalspiel bei den Bayern zustande gekommen ist. Also das ist eine Mannschaft mit dem unfassbaren Spirit. Und das ist schon mal ein ordentliches Zeichen gewesen. Auch deswegen kein Vorwurf in irgendeiner Form. Ne? Wenn man über zwei Spieler sprechen sollte nach diesem Spiel, dann sind das ganz klar Hamadi Al-Khadawi und Holger Badstuber. Al-Khadawi ganz klar an beiden Toren beteiligt, macht eigentlich seine schlechte Leistung oder nicht so gute Leistung vom Auftaktspiel wieder wett. Ja. Hat für einen Stürmer über 40% Zweikampfquote, das ist auch nicht so schlecht. Trotzdem ist der Trainer auch weiterhin unzufrieden. Ja, sagt auch, oder hat am Montag zu mir gesagt, ja, der muss eigentlich 3 Tore machen, dann bin ich mit ihm wirklich zufrieden. Andererseits fand ich das einen respektablen Auftritt und ich glaube, der VfB Stuttgart wird im Saisonverlauf noch sehr lange von der, vor allem Kopfballstärke von Hamadi profitieren, der da einfach als Dosenöffner fungieren kann. Der andere, Holger Badstuber, durch die Sperren und Verletzungen kam er quasi von Position 4 auf Position 2, nämlich die neben Marc-Oliver Kempf und macht ein Riesenspiel, oder? Also ich möchte einen kleinen Einwurf machen, der jetzt vielleicht nicht ganz sachlicher Natur ist, aber wie der Kollege Meisel, den Namen Al-Khadawi heißt er bei mir, das ist also Wahnsinn. Der kann schon so schön Askasibar sagen und jetzt kann er auch noch, kannst du nochmal sagen, wie heißt der Hamadi? Al-Khadawi. Al-Khadawi, da geht mir ja das Herz auf, wenn ich sowas höre. Aber jetzt inhaltlich noch eine Sache. Christian, du hast es gerade vorhin gesagt, du hast schon vom neuen VfB geredet. Also mir hat das Spiel auch gefallen, habe ich ja gesagt, aber vom neuen VfB reden wir jetzt noch nicht. Und ich darf natürlich auch noch erwähnen, wir spielen jetzt zweite Bier, die spielen jetzt zweite Liga, die der VfB. Ich glaube, ich habe den Namen übrigens trotzdem nicht richtig ausgesprochen, ne? Weil kürzlich kursierte ein Video, wie er im VfB-TV tatsächlich seinen Namen, seine, die Lautsprechung sozusagen, Holger Laser ins Mikrofon betet und ich glaube, das ist nochmal völlig anders wie ich. Aber wir arbeiten dran. Ne? Also er hat vor allen Dingen ja einen rheinischen Dialekt, ist glaube ich in Bonn geboren. Ne? Ja, klar, natürlich. Und wie auch immer, es hört sich einfach mega geil an, wenn Philipp Meisel ja, jetzt Namen hört ausspricht. Doch mal auf. Ey. Kommen wir noch zu einem ganz kurzen anderen Aspekt von diesem, oder ja, im Nachklang sozusagen dieses Spiels am Sonntag. Da fand die obligatorische Pressekonferenz statt. Mit den beiden Trainern Frank Schmidt und Tim Walter. Und Heiko, du hattest eine Frage an den VfB-Trainer. Die drehte sich um eben Holger Badstuber, den Philipp gerade schon mal kurz angesprochen hat. Lass uns mal ganz kurz in diese Sequenz reinhören. Ja, Heiko Hinrichsen, Stuttgarter Zeitung. Meine Frage geht an den Herrn Walter. Der Holger Badstuber zurück in der Startelf. Aus meiner Sicht gut verteidigt, ein Tor geschossen. Kann er sich als kleiner Sieger heute fühlen, des heutigen Nachmittages? Nein. Ein bisschen sagen, wie Sie ihn sehen, seine Position. Warum wollt ihr wissen, wie Holger spielt? Die Mannschaft hat heute 2-2 gespielt und sonst gar nichts. Fertig. Ja, damit muss ich mich zufrieden geben. Genau, richtig. Ja, Heiko, wie hast du die Situation wahrgenommen? Also rund um diese Spiele geht es ja immer gerade nach dem Spiel relativ, man muss ein bisschen auf Zack und schnell sein und wir machen uns Gedanken, was wir auch für die Printversion präsentieren können. Das ist das sogenannte Randstück, nennen wir das. Wir haben oben den Aufmacher, da ist vor allen Dingen der Spielbericht zu lesen und unten ein Randstück. Und das war ja klar wie Kloßbrühe, dass der Holger Badstuber natürlich der Randaspekt der Geschichte ist. Und dann muss man ihn natürlich auch zu dem Holger Badstuber fragen. Und er hat da seine ganz eigene Art, wie man ja gerade gehört hat, mit den Dingen umzugehen und er glaubt, dass er die Themen setzt und das ist natürlich nicht der Fall, sondern die Themen setzen wir, aber, oder zumindest können wir Dinge anreißen, aber wir müssen natürlich damit leben und werden auch damit leben, wenn er hat am nächsten Tag dann bei einem Auslaufen, wurde er nochmal drauf angesprochen und da hat er dann auch immer mit eurem Badstuber, Quintessenz, er spielt, wenn er gut ist und wenn er nicht gut ist, dann spielt er eben nicht. Ich kann das ein bisschen verstehen, dass ihm dieses Badstuber-Thema auf den Wecker geht, weil das ein großer, renommierter Spieler ist, der aus seiner Sicht jetzt auch nicht die tragende Rolle hat. Aber auf der anderen Seite muss er natürlich auch akzeptieren, dass wir Journalisten auch unsere Vorlieben oder nicht Vorlieben, unsere Themen setzen. Und der Mann war einfach das Thema des Spiels. Er ist zum ersten Mal in die Startelf gerückt. Der hat sehr gut gespielt, aus meiner Sicht mit der beste Mann, vielleicht der beste Mann im VfB-Trikot und der Torschütze. Und es ist klar, dass der ein Thema ist.
Und muss man aber unter dem Strich sagen, also das war jetzt ein bisschen eine skurrile Szene und ich könnte mir vorstellen, dass wir in dieser Saison noch die ein oder andere in die Richtung haben werden. Ich glaube, mit dem Trainer werden wir noch ein bisschen Spaß haben bei den Pressekonferenzen. Mir ist das persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, es ist nicht immer ganz einfach, aber mir ist es persönlich lieber als Trainer, die es auch beim VfB in jüngerer Vergangenheit gab, die gefragt werden und einfach, obwohl sie viel sagen, gar nichts sagen. Also dann nehme ich auch mal so eine bisschen skurrile Antwort, so eine kleine Watschen vielleicht auch, aber das zeigt doch auch, dass da ein bisschen Feuer drin ist auch in der ganzen Sache, ne? Ja, also das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal behandelt. Es wird spannend zu sehen sein, wie das dann alles sich darstellt, wenn du halt mal 3 Spiele hintereinander nicht gewinnst oder wenn du an einem Freitagabend gegen Aue 1-2 irgendwie zu Hause verlierst oder sowas, dann wird der Trainer... Also der wird kein Blatt vor den Mund nehmen, so ist er einfach. Und dann, wie gesagt, obliegt es auch irgendwo uns, wie wir damit umgehen, ja? Die wir die letzten Jahre halt eher, sag ich mal, Entscheider vor uns hatten, die halt nicht unbedingt das offene Wort gepflegt haben. Ich möchte auch mal eine Lanze für ihn brechen, auch wenn er für uns mit Sicherheit nicht, er wird schwierig zu beackern und zu bearbeiten sein, aber ich mag Leute, die Typen sind, die einen eigenen Charakter haben und er ist schon einer ein bisschen, ich möchte ihn überhaupt nicht vergleichen mit Alexander Zorniger, der war ja in seiner Art sehr alternativlos, wie das schöne Wort, das er geprägt hat, aber der Tim Walter kommt auch eher aus der Vollgasbranche, ja, er impft der Mannschaft Leidenschaft ein und solche Trainer haben es in der Art schwierig oder einfach, je nachdem, wenn du Erfolg hast, wird der Stuttgart im Sturm erobern und da werden die in 10 Jahren noch sagen, Mensch, unter dem Walter, da war was los. Aber wehe, der verliert mit der Mannschaft jetzt 3-mal hintereinander. Da wird es heißen, ja, hier der kommt mit der hohen Nase, läuft hier durchs Ländle und bringt uns keine Punkte nach Hause. Also, er hat sich für den Weg entschieden, er wird sich auch nicht ändern, weil der Weg hat ihn ja nach oben gebracht. Und schauen wir mal. Ich hätte gerne zum Abschluss dieses Blogs jetzt nochmal einen rein sportlichen Aspekt aufgeworfen, der mir nicht so aufgefallen ist, aber den Trainer halt deutlich gesagt. Der hat zum Beispiel über diese gute Phase oder diese beide guten Phasen gesagt, da sind sie wieder in diesen Modus gekommen, spielen um des Spielens willen. Aber eben ohne diesen Grip zu haben, dann will ich aufs Tor zu gehen. Das war das eine, was ihm nicht gefallen hat. Und das andere war tatsächlich das Thema Restverteidigung. Deswegen würde ich jetzt mal gerne unseren Experten hören, den Jonas, unter @VfB-taktisch auf Twitter zu finden. Die MeinVfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Man hat jetzt das erste Mal in einem Pflichtspiel gesehen, welches Risiko das neue Stuttgarter System mit sich bringt. Nämlich vor allem, was die Absicherung der eigenen Angriffe angeht. Da muss man sagen, sind schon ein paar Konter zu viel auf die Abwehr zugerollt gegen Heidenheim. Grundsätzlich mal ist es so, dass die Restverteidigung so funktioniert, dass schon die Spieler gucken, dass genügend Spieler hinter dem Ball bleiben, dass da bestimmte Positionen besetzt sind. Und wenn man sich vorstellt, wenn der VfB einen Ball verliert, man kriegt nicht sofort Zugriff, dann reicht diese Absicherung eben aus, dass der Gegner jetzt nicht mit einem Pass sofort durch ist. Die Absicherung reicht aber nicht aus, dass man sagen kann, jeder Konter kann noch zuverlässig entschärft werden und da entsteht keine Torchance draus. Das würde auch nicht der Spielidee hinter diesem System entsprechen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass das Gegenpressing auf Top-Niveau funktioniert. Das heißt, wenn man es schafft, nach dem Ballverlust sofort Druck auf den Ball zu haben, wenn man sofort die Optionen des Gegners kontrolliert, dann kann man solche Konterangriffe eben im Keim ersticken. Und dazu müssen natürlich alle Spieler oder zumindest ein Teil der Spieler ständig konzentriert sein und gucken, ob ein Konter gerade wahrscheinlich ist oder nicht, damit man eben nach dem Ballverlust blitzschnell umschalten kann. Auch wenn ich in der Restverteidigung zum Beispiel bin, muss ich halt einschätzen können, wo sind meine Gegenspieler, kann ich gerade rausrücken auf den Mann oder lasse ich mich lieber fallen? Und solche Sachen haben gegen Heidenheim in der Endphase der Halbzeiten eben nicht so gut funktioniert. Das ist sicher ein Ansatz, an dem man arbeiten kann. Dieses ständige Konzentriertsein und aufmerksam sein ist vielleicht auch was zu Hause ein bisschen einfacher fällt mit 50.000 im Rücken als auswärts. Das ist so eine Sache, die man in den nächsten Wochen beobachten kann. Ja, das, was Jonas da aufwirft, ist, finde ich, nicht nur was, woran man arbeiten kann, sondern woran man arbeiten muss. Und zwar recht schnell. Denn das wird von Mannschaft noch des Öfteren sonst ausgenutzt und wie man dann eben sieht, ist es halt auch ganz schnell in Tore umzumünzen, weil du eben so offen bist. Bringt mich aber auch zu einer Personalie und damit gleich zu unserem nächsten Block, Santi Akasiba. Ah, wie schön. Gegenpress, Waffe Nummer 1 im Kader, weswegen er auch auf der 8 spielt, weil er einfach eine Reihe weiter vorne ist, weil es ein paar Schritte weniger sind, die er machen muss, weil er sofort in Ballnähe agieren kann.
und auch ein ganz klarer Grund dafür, dass dieser Spieler nicht mehr abgegeben werden wird oder abgegeben werden darf, denn du hast keinen anderen im Kader, der diese Aufgabe erfüllen kann. Und ich glaube auch wirklich nicht, selbst bei einem absolut horrenden Angebot, dass die den noch gehen lassen. Das glaube ich schon. Also ich glaube auch, dass er nicht gehen wird oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht geht, sehr hoch ist. Aber wenn da jemand kommt und ordentlich Geld auf den Tisch des Hauses legt, werden die den gehen lassen, da bin ich mir sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir kommen jetzt Donnerstag 19 Uhr, ja, also wenn jetzt, wir haben aufgenommen Mittwoch, wenn jetzt in diesen 24 Stunden was maßgeblich passiert ist, dann ist in England das Fenster zu. Und außer England sehe ich keinen, der eine Summe bewegen kann, die diesen Spieler noch vom VfB Stuttgart loseist. Das stimmt, aber auf der anderen Seite ist es, hat ja Interesse, bekundetes Interesse von West Ham United gegeben. Das hat zumindest ein relativ seriöses argentinisches Medium berichtet, die da immer sehr gut informiert sind, muss man sagen. Da heißt es dann aber wiederum, die wollen eben nicht so viel Geld zahlen. Der Marktwert von Ascacibar liegt bei 12 Millionen Euro ungefähr momentan. Und einen kleinen Aufschlag würde der VfB sicher wollen. Das ist das, was, also Miss Lindt hat immer gesagt, es gibt zwei Spieler, die, wenn ein ganz, die wollen wir behalten, die sind Teil unserer Mannschaft und das sind Mangala und Ascacibar, aber das sind die beiden Spieler. Wenn da was Verrücktes in Anführungsstrichen passiert, dann werden wir uns das überlegen. So. Und West Ham hat offensichtlich, ich habe es nachgelesen, die haben da über 70 Millionen Pfund bisher schon investiert. Die Engländer sind reich, aber so reich sind sie dann wohl auch nicht, dass sie sich denken, jetzt hauen wir, knallen wir nochmal 15 Millionen für den Ascacibar raus. Du hast einen wichtigen Halbsatz von Sven Mislintat hat in diesem Kontext leider unterschlagen. Er sagte nämlich auch, wir überlegen nur dann tatsächlich ernsthaft, wenn wir selbst noch Optionen haben, das Ganze auffangen zu können. Und das wird nicht unwahrscheinlicher, je näher das Ende des Fensters rückt. Und das passiert da jeden Tag. Die Uhr tickt, auch während wir hier gerade aufnehmen. Also reichen wir uns friedlich die Hände in einer Sache, dass wir ja beide glauben, dass Ascacibar, ich kann es nicht so schön aussprechen wie du, und der Orel Mangala beide beim VfB spielen werden in der Runde. Und das wird der Mannschaft, wird die Mannschaft auch weiterbringen. Christian, du bist Zeuge. Jo, ich habe mir in der Zwischenzeit eine Packung Popcorn geholt und den ganzen einfach mal gelauscht. Ich finde es spannend. Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen könnte, ist, dass man sich beim VfB möglicherweise wünscht, dass ein solches Angebot aus England vielleicht für einen Anastasios Donis reinflattert, richtig, oder? Richtig, aber ich glaube, auch da wird es wahrscheinlich schwer. Da gibt's ja die eine Geschichte, die ist ja inzwischen eigentlich verbrieft. Es gab ein Angebot von Spartak Moskau. Das war auch in der finanziellen Höhe so, dass der VfB ja gesagt hätte. Aber der Spieler wollte das nicht. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Deswegen sprechen die ja immer von einer Win-Win-Win-Situation. Und das dritte Win, die Spielerseite wollte eben nicht mitmachen. Und also, Russland ist ein schönes Land, ja, aber ich kann es jetzt auch dem Griechen Donis nicht verübeln, wenn er sagt, nö, Spartak Moskau, das muss jetzt nicht sein. Sie konnten ja dann offenbar ein paar Stunden später den deutschen André Schirrle überzeugen, der dann für weniger Geld die Position im Kader aufgefüllt hat bei Spartak. Eine andere Position, die der VfB noch füllen musste, ist die Innenverteidigerposition. Da war man nämlich angehalten, auf die schwere Verletzung von Martin Kaminski, der jetzt mit seinem Kreuzbandriss 6 bis x Monate raus ist, zu reagieren und hat das getan. Mit Nathaniel Phillips, Nate Phillips von Liverpool FC wurde ein neuer Innenverteidiger geholt. Ein Jahresvertrag. So wie man hört, hat er keine Ablöse gekostet, beziehungsweise keine Leihgebühr gekostet. Ja, das ist ein Spieler, der unter Klopp nah dran ist. Die letzten Jahre aber auch schon immer wieder von Verletzungen gebeutelt und hat jetzt in USA das Trainingslager mit der ersten Mannschaft mitgemacht, aber eben den Sprung nicht ganz gepackt und er soll jetzt beim VfB Stuttgart helfen. Was sagen wir dazu? Ja, das ist eine richtige Maßnahme. Man hat es ja jetzt gesehen, in Heidenheim hatte man nur noch den Kempf und den Badstuber. Man hatte keinen gelernten Innenverteidiger mehr auf der Bank. Ja. Antonis Aydoudis, der dann auch kam, ist gelernter Innenverteidiger. Aber okay. Klar, natürlich nicht mehr in dieser Kader-Range, ja. Erste Mannschaft. Toni ist ein U19-Spieler, U21-Spieler, der auf einem guten Weg ist, ja. Also eigentlich ja jetzt, aussortiert ist ein großes Wort, aber jetzt erstmal final nicht im Profikader, genau, drin, diese Saison. Also und insofern ein guter, richtiger Zug. Wir sind ja gerade beim Block noch Transfer etc. Ja. Da wollte ich noch was zum Kader sagen. Also wenn jetzt dieser Innenverteidigerwechsel vollzogen ist, dann gibt es nicht mehr so viel zu tun. Da ist dann der Kollege Anastasios Tassos Donis, über den wir geredet haben. Da gilt es natürlich umso mehr, was wir in Ansätzen für Ascacibar gesagt haben. Also wenn da ein Interessent kommt, kann, darf, will er gehen.
Und dann ist es eben so, dass der VfB noch drüber nachdenkt, eben nochmal einen Stürmer zu holen. Teil 1 der Bedingung ist schon eingelöst, indem ja Akolo nach Amiens geht. Und dann, ich möchte nicht zu lange monologisieren, aber eine Sache noch schnell sagen. Ich sehe da nämlich, das ist der Einstieg in die Diskussion, ich sehe da nämlich auch ein bisschen Stürmerprobleme auf den VfB zukommen. Vielleicht bin ich einer der wenigen, aber ich darf schnell referieren. Wir haben Mario Gomez nach dem ersten Spiel, wo er 10,7 Kilometer gelaufen ist, verletzt mit Muskelverletzung. Glaube ich nicht, dass der mehr als 25 Spiele macht. Wir haben Nico Gonzalez, der zu Recht gehalten wurde, weil ich sein Potenzial gut sehe. Aber da weiß man auch nicht genau, ob der das langsam lernt, wie man ein Tor schießt. Wir haben Sascha Kalajdzic, der also verletzt ist, der letztes Jahr in Mödling auch ein halbes Jahr verletzt war. Das wird seine Zeit dauern. Dann den jungen Roberto Massimo, ich glaube, der ist eher in der Aufpäppelphase noch. Und dann den Hamadi Al-Gadoui, ja, der seine Sache sehr gut macht, meiner Meinung nach. Aber man darf auch nicht vergessen, der hat ein Jahr zweite Liga in den Knochen. Der hat noch vor zwei Jahren bei den Sportfreunden Lotte gespielt. Also, was ich sagen will, und dann bin ich fertig, letztes Ding, der letzte Aufstieg vor drei Jahren hatten wir Simon Terodde, der hat 25 Tore geschossen. Ich sag nicht, so einen Hoch kriegt man nicht nochmal wieder, das ist klar. Aber ich stelle die Frage in den Raum, feuerfrei für euch, wer soll die Tore schießen, die den VfB in die erste Liga bringen? Eine sehr berechtigte Frage, Herr Hinrichsen. Sehe ich genauso im Prinzip. Du hast nicht diesen einen Stürmer, auf den du dich verlassen kannst. Kannst du sowieso nicht, weil eine Verletzung immer passieren kann. Aber du hast ihn rein auch nominell nicht. Allein die Tatsache, dass Mario Gomez in Heidenheim nicht gespielt hat, spricht Bände. Ja, das ist, kommt nicht von ungefähr. Ich glaube auch, dass er nicht sehr, sehr viele Spiele machen wird, sagen wir es mal so. Ich glaube, die größte Krux ist wirklich diese Verletzung von Sascha Kalajdzic, weil das ist einer, auf den hat man wirklich gebaut und der hätte mit Sicherheit mit Al-Ghadoui, wie sagt man so schön, auch den einen oder anderen Treffer beitragen, können. Schwierig. Ich glaube, wie du es machst, machst du es falsch oder richtig, je nachdem. Das ist, ich wage nicht zu sagen oder jemanden jetzt hier Handlungsvorschläge zu geben, was man jetzt machen sollte oder nicht. Ich möchte hier mal mahnen, den Finger heben und die beiden Herren Clement und Didavi erwähnen. Das ganze System Walter ist darauf ausgerichtet, dass du Achter hast, die Tore machen oder Zehner, die Tore machen. Ja? Und bei beiden ist das halt momentan noch schwierig. Philipp, weil er seit Wochen nicht wirklich raus ist, kam jetzt beide Male auch, nicht wirklich drin ist, er kam jetzt beide Male auch von der Bank. Die Davi hat schon getroffen, aber Hamadi und Philipp Clement, das waren 39 Scorer-Punkte in der letzten Zweitligasaison, ja, weswegen man die unter anderem auch geholt hat. Vor allem Philipp Clement, ja, Crunch-Time-Scorer Nummer 1, laut allen Datenbanken der Spieler, der die meisten Spiele entschieden hat mit Tore nach der 75. Minute. Und wenn du so einen halt hast, setzt auf den und der kommt am Anfang der Saison, weil er Teile der Vorbereitung durch muskuläre Geschichten verpasst, einfach nicht sofort ins Rollen, dann ist das tatsächlich ein Problem, was sich dann auswirken kann. Ja, das ist richtig. Muss man an der Stelle vielleicht auch ganz kurz sagen, Heiko, wir haben nämlich auf der Rückfahrt aus Heidenheim haben auch noch so ein bisschen drüber diskutiert und wir hatten zwei Erkenntnisse. Die eine Erkenntnis war, dass die Stammformation möglicherweise schon gegen Winter nicht mehr so aussehen wird, wie sie jetzt zu Saisonbeginn aussieht. Und die zweite war, Philipp Clement wird über kurz oder lang zum Stammspieler avancieren. Und ich glaube, dass diese wenigen Minuten, die er auf dem Platz gezeigt hat, schon ja so ein kleiner Richtungsweiser. Das ist mehr als nur eingeplant. Ja. Das ist tatsächlich ein Fixpunkt. Ja. Und der ist halt einfach noch nicht da, wo er sein sollte. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Das Potenzial ist groß. Das ist einfach Pech, damit hat keiner gerechnet. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist halt, Tore schießen nicht nur Stürmer. Ja, man sollte das vielleicht nicht so sehr darauf fokussieren, dass wir halt noch einen Stürmer brauchen, der Buden macht. Ja, du hast zwei Kanten da vorne drin, die können sich abwechseln, einer von beiden wird immer spielen. Es geht um die Jungs drumherum. Da muss die Torgefahr herkommen. Das geht also um den zweiten Stürmer neben der Kante und es geht um die Achterrolle, Zehnerrolle. Da muss mehr Torgefahr entwickelt werden, als es bisher der Fall ist. Ganz einfach. Also da muss man dem Philipp recht geben, ja, was seinen Namensvetter Philipp Clement angeht, den hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so auf dem Zettel, das stimmt. Der ist natürlich eingeplant, ich glaube 16 Tore oder was hat er geschossen letztes Jahr? So. Ja, also Tore und glaube ich 9 oder 10 Vorlagen. Also das war der drittbeste Scorer in der Liga, nach Philipp Klos war glaube ich der beste, genau. Und dann war nochmal einer. Also er hat den maßgeblichen Anteil an der Offensivpower, die der SC Paderborn letzte Saison entwickelt hat. Vor allen Dingen kam er jetzt ja rein, der schönen Voigt Arena oder wie ich weiß nicht, wie man es
ausspricht. Ich glaube ja, so. Voigt Arena. Voigt Arena. Und da sitzt man ja sehr nah dran, was wiederum das Positive an diesem beengten Pressebereich ist. Und das sieht man natürlich sofort, dieser Clement, der kann halt kicken. Ja, da gibt es keine Frage. Und ich glaube, wenn wir zu einem Ende dieses Transfer-Personalblocks kommen wollen, dann ist es mit Sicherheit das Sven Mislintat, der noch vor zwei Wochen gesagt hat, wir sind eigentlich durch mit der Kaderplanung und sich eigentlich auf einen entspannten August eingestellt hat. Oder die Wochen davor, wir haben ihn ja beide gesehen, auch du Heiko im Trainingslager, der ist ja nur noch mit der Espresso-Tasse in der Hand rumgelaufen, weil er kaum gepennt hat. Der war von morgens um 7 bis nachts um 2 wach, ständig am 2 Telefon unterwegs. Der hat sich gedacht, er könnte noch schön so das auslaufen lassen und diese Geschichte ist leider vorbei. Der wird noch eine heiße Endphase des Transfersfensters haben, wenn er tatsächlich beide Positionen noch zu besetzen hat, das heißt defensiv, offensiv, dann und vielleicht noch ein und zwei Abgänge moderieren, dann wird da noch was passieren und das wird ihn entsprechend fordern die nächsten Tage und Wochen. Der Kaffeekonsum von dem Sportfreund Mislintat da in St. Gallen, der war in der Tat beeindruckend, das muss man sagen. Aber da wollte ich auch noch was zu ihm sagen, Sportdirektor Diamantenauge, wie man ihn nennen will, der hat aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Einstand beim VfB bisher hingelegt. A, die Kaderplanung, gut, da muss man auch vorsichtig sein. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir den Kollegen Reschke auch gelobt haben in der vergangenen Saison. Der Ausgang ist bekannt. Aber er ist auch, wirklich muss man sagen, Mislintat, darauf kommt es nicht an in der Position, aber er schön ist es trotzdem. Er ist ein sehr umgänglicher und ja, angenehmer Zeitgenosse. Ich glaube, das können wir alle bestätigen. Was der VfB bestätigt hat in dieser Woche, das ist das Design des neuen Sondertrikots, das ja auch immer wieder für große Diskussionen sorgt. Philipp, vielleicht kannst du die ganze Geschichte nochmal kurz zusammenfassen für unsere treuen Hörer. Oh, naja, also es gab ja diesen Umstand, 11 Torhüter müsst ihr sein in Heidenheim, dass sie mit den Torhüter-Trikots gekickt haben, weil das dritte Trikot noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde. Der Termin ist eben quasi jetzt, während wir aufnehmen, das ist im Stadtpalais, wo gerade auch die Stadt am Meer stattfindet, die kompletten Fanta 4 werden eingeflogen. Ja, ich habe die Tage noch über einen Kontakt mit Michi Beck irgendwie geschrieben, der war ganz, was, ihr wisst es schon und überhaupt und tralala. Jedenfalls Kooperation VfB Stuttgart, 30 Jahre Fanta 4, das wird das dritte Trikot, ein Riesenaufriss, Livestreaming von der Veranstaltung und was weiß ich nicht alles. Mir ist das alles ehrlich gesagt ein bisschen suspekt. Ich würde sagen, lass uns mal zuerst die Fans zu Wort kommen und mal gucken, was die so dazu sagen. Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, dieses Trikot des VfB Stuttgart, auch großes Thema auf Twitter, Facebook, Instagram und Co. Mal sinnbildlich 3-4 Kommentare rausgezogen aus Twitter. Da sagt beispielsweise @redfoxle VfB, also das mit diesem 8993 auf dem Trikot, das habe ich immer noch nicht so ganz begriffen. @teutinger sagt einfach nur ein Schlafanzug-T-Shirtle dazu. Dann @steudle hat das mal ein bisschen so zusammengefasst und versucht mal ein bisschen reinzuhören, wie das möglicherweise bei der Entscheidungsfindung beim VfB zustande gekommen ist und zitiert: Wir nehmen ein Trainingsshirt, aber mit einem krassen Logo. Alle im Raum applaudieren sich gegenseitig zu. Also ein letzter vielleicht noch an der Stelle, @meinbrustring, der rottet das Ganze mich ein bisschen ein und sagt, warum kann man nicht mal auf die Vorstellung von einem Trikot warten, um zu sagen, wie hässlich es ist? Chill doch mal, das läuft uns doch nicht weg. Jo, also wie gesagt, mir ist diese ganze Trikot-Thematik völlig suspekt mittlerweile. Was sich da verselbstständigt hat in den letzten Jahren, ist einfach nur noch irre. Ja, das ist ja nicht nur beim VfB so, sondern jeder Verein macht da entsprechende Dinge und die DFL lässt 2 Sondertrikots pro Saison zu und. Was ich weiß, zu wissen glaube, so ist es richtig, dass diese Bilder, die im Netz kursieren, das ist nicht das Trikot, sondern es gibt wohl wie auch die beim Stadttrikot auch eine begleitende Kollektion dazu und das halt, soll das wohl ein Auszug sein, aber anyway, mir ist das echt sowas von suspekt, was da mittlerweile für einen Aufriss gemacht wird, dass ich einfach, mir fehlen die Worte. Heiko hebt den Arm. Also bei derlei Diskussion mit Livestreaming, der Präsentation eines neuen Trikots, da möchte ich dann auch mal was dazu sagen. Das ist dann also auch wirklich nicht mehr meine Welt. Ich bin ja in einer Zeit VfB-technisch sozialisiert worden. Da gab es in der Cannstatter Kurve noch den A-Block, B-Block und C-Block. Und da ist man mit seiner Jeans und mit dem Hemmetle da in die Kurve reingestanden und gut war's. So. Und ich verstehe das natürlich, dass Trikots wichtige Merchandise-Geschichten sind für Vereine, wichtige
ein wichtiges Tool, um Geld zu generieren. Aber damit, das möchte ich euch jetzt mal fragen. Ich habe das mitbekommen mit der Mint, also Mint Army, also Mint und dem Torhüter-Trikot müssen sie da auftreten in Heidenheim, weil das eine Trikot weiß und das andere Trikot rot ist. Ja, aber liebe Leute, die spielen gegen Heidenheim, das kann man doch irgendwann mal wissen, dass die ein weiß-rotes Trikot haben. Ja, da lange ich mich ja ins Hirn, weil also in erster Linie, also Merchandising, alles wunderbar. Aber wenn ich jetzt noch nie mal was zum Anziehen für meine Jungs habe, also mal ganz überspitzt formuliert, ja, und dann schreiben, hahaha, das neue Trikot, wir machen es ganz spannend, kommt bald auf den Markt, da lange ich mich ja ins Hirn. Also erstens das, aber zweitens, möglicherweise ist ja der Gedanke dahinter, hey, so können wir das Torwart-Trikot gut verkaufen und wir können das dritte Trikot gut verkaufen. Das ist doch klar, ist doch einfach klar. Ja, ja, aber Menschen, die solche Gedanken haben, die können nicht meine Freunde sein. Ja, der VfB verkauft mittlerweile 70.000 Trikots pro Saison. Ja, das ist ein Faktor, das ist ein Umsatzfaktor. Ja, und ich verstehe auch, dass man das machen muss, weil man Einnahmen generieren muss, aber dieses ganze Primorium drumherum und es... Ja, ist mir einfach, mir ist es zuwider. Was ich ganz ehrlich sagen muss, und auch wenn ich da in der Sache möglicherweise eine Mindermeinung darstelle, aber so eine Geschichte, so ein Geschäft funktioniert ja nur, wenn du eine entsprechende Nachfrage hast. Und wenn ich einfach nur sehe, wie auch in meiner Timeline oder in meinem Freundeskreis auch irgendwelche Leaks geteilt werden von Trikots und alle Schnappatmung bekommen, weil da irgendwo ein Bildchen auftaucht, wie das neue Trikot aussehen könnte. Und ich kann damit, also ich bin als kleiner Junge, habe ich auch mein schönes Südmilch-Trikot gehabt mit Bobic hinten drauf und fand mich damit auch super cool. Aber mittlerweile denke ich, hey, also ganz ehrlich, mir ist völlig wurscht, die können meinetwegen in einem Bademantel mit einem Brustring auflaufen. Hauptsache, sie holen 3 Punkte. Aber es gibt bei vielen Fans, und das muss man wohl so konstatieren, meine Welt wird es auch nie sein, aber es gibt wohl diese Nachfrage und dieses Trikot, Trikot, Trikot. Und dann kaufen sie es auch alle. Was ich nicht verstehe ist, ganz kurz an der Stelle vielleicht noch, was ich nicht verstehe ist, dass so viele Menschen auch bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben, das wäre mir persönlich zu schade, aber ja, das ist nur meine Meinung. Wobei du natürlich, also das ist jetzt dieses Jahr wohl anders, hat Jako so bestätigt, aber die Jahre zuvor war es immer so, du hast ja nicht mal das Gleiche an Qualität bekommen, was die Mannschaft getragen hat. Ja? Die haben immer ja noch eine eigene Version gehabt mit gehobener Qualität und das ist dann einfach umso weniger zu verstehen. Ich möchte jetzt aber mal hören, was denn unser Kollege Gerhard Pfisterer kommentiert. Der hat nämlich gestern diese ganze Thematik rund um diesen Trikot-Wahnsinn aufgeschrieben. Querpass. Der Kommentar aus unserer Redaktion. Das nächste Sondertrikot des VfB ist also auf dem Markt. Wobei es ja kein Sondertrikot im eigentlichen Sinne ist, sondern das Fanta 4-Trikot wird das reguläre dritte Trikot neben dem weißen Heim- und dem roten Auswärtstrikot sein. Es gibt Leute, denen das ganze Bohai um die Trikots auf die Nerven geht. Kann man auch irgendwo verstehen. Ich denke aber, es ist ein Thema, das die Fanseele sehr berührt, weil es auch eine Verbindung schafft zum Verein, auch Identifikation stiftet. Zum Beispiel denke ich auch, was immer gut ankommt, sind die Retro-Trikots, von denen es ja teilweise jetzt auch wieder welche zum Kauf gibt, wie das Meistertrikot 1992, das mit guten Erinnerungen verbunden ist. Und im Endeffekt ist doch auch niemand gezwungen, ein Trikot zu kaufen. Trotzdem ist es dem VfB gelungen, in der vergangenen Saison knapp 70.000 Trikots zu verkaufen, was, glaube ich, mehr als dreimal so viel ist wie noch 2012. Das zeigt, die Nachfrage ist da und der VfB befriedigt sie. Der Verein muss nun mal schauen, wie er Gelder generiert, die er braucht. Trikots sind da ein Instrument dazu. Ich finde das alles total legitim und ich finde die meisten Sondertrikots auch sehr gelungen. Besonders gut in Erinnerung geblieben ist mir auch das Traditionstrikot von 2013 zum 120-Jahr-Jubiläum. Das fand ich eine richtig schöne Sache. Ja, du brauchst ja einen, der das Ganze versteht, ne? Und das ist eben Gege in dem Fall. Nein, er hat das natürlich schon entsprechend gut aufgearbeitet. Das ist einfach ein Faktor mittlerweile. Dies ist ein Umsatzfaktor, ein Einnahmenfaktor, den du brauchst. Man muss natürlich auch sagen, die Marketingabteilung des Vereins macht da wirklich einen guten Job. Meine Sache ist es nicht. Schlussendlich, und damit können wir es, glaube ich, auch bewenden lassen, der Konsument hat es in der Hand. Genau. Wenn er sagt, ist nicht meins, dann lass es bleiben. Und wenn er es eben weiter hypt und weiter drauf abgeht, dann... Jo, mein Gott, dann hat wohl die Abteilung Marketing des VfB Stuttgart alles richtig gemacht. Also der Punkt, den der Gegge ja auch anspricht, der Faktor Identifikation, der ist in der Tat ja nicht von der Hand zu weisen. Ja. Mir geht das Ganze dann immer schon so ein bisschen zu weit und ins Folkloristische rein. Also auch wenn die Leute alle mit Dirndl und kariertem Hemd zum Vasen rennen, das sollen die Leute machen. Das bin ich eben aus einer anderen Zeit.
Da sind wir einer Meinung, Heiko. Wie gesagt, ich würde es auch beim VfB gar nicht irgendwie groß als Kritikpunkt sehen. Wie gesagt, solange die Nachfrage so da ist und das Geschäft läuft, ist es okay. Ich verstehe da, muss ich sagen, einfach Teile der Fans nicht, die über jedes Stöckchen springen. Aber das ist nur meine Meinung. Die darfst du auch haben. Ich habe eine Meinung zu den U-Mannschaften. Soll ich die loswerden? Oh ja, unbedingt. Wir lechzen danach. Oh, Heiko, Heiko. Du, also es ist so, ich habe tatsächlich das Spiel deswegen nicht gesehen, weil ich im Schliens-Stadion war. Als ihr in Heidenheim euch die Kniescheiben poliert habt, bin ich da nämlich schön entspannt in Adiletten im Schliens gehockt und habe mir das Ganze angeschaut bei bestem Wetter. Was soll ich sagen? Der VfB Stuttgart und Paco Vaz, also der VfB Stuttgart 2 und Paco Vaz haben noch sehr viel Arbeit vor sich. Das ist, glaube ich, das, was man als Fazit stehen lassen kann nach diesem ersten Auftritt. Man hat natürlich gegen eine Top-Mannschaft der Oberliga, die sind letztes Jahr Vierter geworden, der FC Nötting, abgewichste Truppe, viele erfahrene Haudegen drin. Hat man nur 0-1 verloren. Aber man nur hat 0-1 verloren. Nur 0-1 verloren, aber man hat eben auch gesehen in diesen 90 Minuten, dass da einfach sehr, dass da noch viel fehlt. Ja, die spielen weiterhin so ein bisschen Jugendfußball. Es wird viel über Ballbesitz gemacht und es ist schön anzuschauen, aber es fehlt jeglicher Zug zum Tor. Entschuldigen kann man vielleicht noch sagen, da war natürlich eine Mannschaft auf dem Platz, die so wahrscheinlich nicht mehr oft spielen wird. Da hat der Torjäger gefehlt, Marcel Sögler, da hat ein Außenverteidiger, Pedro Allgeier, David Grötzinger fehlt da, Toni Aidonis war nicht dabei und. Also da geht qualitativ schon noch ein bisschen was. Andererseits sollte man nicht davon ausgehen, dass die U21 des VfB Stuttgart mit fliegenden Fahnen durch die Oberliga galoppiert und am Ende aufsteigt. Das sehe ich momentan absolut noch nicht. Nee, da spielen ja auch noch die Stuttgarter Kickers. Ja, zum Beispiel. Stressleck macht. Aber siehst du denn, um das vielleicht nochmal einzuordnen, die Möglichkeit, also siehst du den VfB dann vielleicht auf 2 hinter den Kickers oder denkst du auch, dass es eher 2? Das kann ich dir seriös nicht beantworten, weil ich tatsächlich nur dieses eine Spiel gesehen habe. Kickers habe ich mir in der Zusammenfassung angeschaut. Ansonsten die Qualitäten der Liga kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Ich denke, da sollte man ein paar Spieltage abwarten, um eben zu sehen, wie sortiert sich da alles. Was gibt's für Ergebnisse? Kommt ein Überraschungsteam dazu und. Also das ist momentan einfach nicht seriös zu beantworten. Was man sagen kann ist, der VfB hat noch einiges in der Hinterhand, ja, aufgrund der Verletzungen und sonstigen Geschichten, um an Qualität sich was dazu zu holen. Ja, das kann man definitiv schon sagen. Aber ist auch nötig. Ist definitiv nötig. Das war kein glorreicher Auftritt einfach. Fragt ihr euch eigentlich auch, oder wird das denn jetzt in den nächsten Wochen häufiger der Fall sein, dass die Spiele dann parallel stattfinden, also am selben Tag? Weil es ist ja auch ein bisschen ärgerlich. Also jetzt zumindest am Sonntag fand ich das. Ich hätte mir das Spiel nämlich auch gerne angeschaut. Ich habe mir so genau den Spielplan ehrlich gesagt noch gar nicht angeschaut. Also es ist schon so, dass man darauf achtet, dass es ein korrespondierendes Spiel gibt pro Wochenende mindestens, nämlich dass U19 oder U17 quasi vor dem Profispiel spielt, sodass du beide so ein Zweierhop machen kannst. Beim St. Pauli-Spiel ist es so, dass der VfB 2 am Tag danach Heimspiel hat. Also auch da geht es. Ja. Wie es aber insgesamt läuft, keine Ahnung. Wie sieht es bei der U19 aus? Da ist ja jetzt auch sozusagen der Saisonstart kurz vor der Türe. Richtig, die startet am Samstag und ich werde dort sein, werde mir das anschauen. Das ist natürlich eine Truppe, die, wenn man jetzt die Papierform nimmt, vor Qualität nur so strotzt. Da sind Leute drin wie Per Lockel, da sind Leute drin wie Ilan Eckloff, ja, also richtig gute Mittelfeldspieler, die auch regelmäßig schon bei den Profis mitmachen und eben letztes Jahr das Gerüst gebildet haben, dieser erfolgreichen U19. Wer mich besonders eigentlich, worauf ich wirklich gespannt bin, ist der Mannschaftsteil Sturm. Denn da sind 5 Jungs drin, die können dir eigentlich alles zusammenschießen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Da ist der junge Kramny dabei, da ist der David Hummel dabei, da ist Kassiel dabei, der Neuzugang von Ulm, Hollerbach, Neuzugang von Bayern München. Dann, wer fehlt mir noch in meiner Liste? Herr Grimm. Der Herr Grimm, ja, der ist noch, bei Kevin ist es so, der hat jetzt gerade angefangen, wieder Umfänge zu steigern, nachdem er mit seinem Kreuzbandriss länger raus war. Also da würde ich mal noch nicht damit rechnen, dass der vor Herbst eine größere Rolle spielt, eher nicht. Aber die 4 alleine müssten eigentlich schon reichen, um jedes Spiel ein paar Tore zu machen. Und wie der ESL-Cup in den USA gezeigt hat, da haben sie Spiele mit 5-3, 8-1 gewonnen. Also die können die Bude treffen. Also ich bin ja im U-Bereich da nicht so der Experte wie der Philipp, aber dieser Lilian Eckloff, das habe ich auch schon geschnallt. Ja, das ist ein besonderer Spieler und ich habe einfach mal eine Frage, weil ich es auch nicht weiß. Hat man sich den schon länger an den Verein gebunden? Darf man das? Ja, ich glaube schon, oder ab 16? Man darf das schon. Er ist ja, also du darfst ab 16 langfristige Kontrakte unterschreiben. Er ist mittlerweile 17.
Da ist, soweit ich weiß, ich habe regelmäßig Kontakt zu seinem Beraterumfeld, da ist, soweit ich weiß, erstmal alles in trockenen Tüchern. Ja, also der Junge, da weiß man schon seit einer Weile, dass das jemand ganz Spezielles werden kann hier für den Club, wenn er eben den Weg so weitergeht, wie in den letzten Jahren gegangen ist und wenn er verletzungsfrei bleibt. Das ist ganz wichtig in dem Alter. Ja. Das kann man schnell sehen an Jan Kliment beispielsweise, der jetzt am Wochenende für den VfB 2 30 Minuten reinkam. Der ist, war U21 Torschützenkönig der EM damals, 2015 oder was. Ja. Und jetzt ist er 25 und kann eigentlich froh sein, dass er überhaupt noch Fußball spielen darf, weil ihm das Knie so zerschossen wurde. Und von dem ehemaligen tschechischen Top-Talent, der spielt jetzt in der Oberliga Ersatz. Ne? Also das kann ganz schnell gehen. Insofern fingers crossed, dass Lilian Eckloff da keine schwerwiegende Verletzung demnächst davon trägt. Und vor allen Dingen sollte der Sportskamerad Kliment den Pressebereich in der Voith Arena in Heidenheim meiden. Zwecks Knieproblemen. Ja, das ist richtig. Wohl wahr. Den habe ich jetzt nicht geschnallt. Danke, dass du ihn aufgelöst hast. Ich hätte ihn echt nicht kapiert. Aber wir konstatieren, Philipp Meisel ist heiß auf die Spiele der U-Mannschaften und ihr hoffentlich auch, wie gesagt, ja. Das lohnt sich absolut, da vorbeizuschauen. Und am Montag geht's dann nach Rostock. Heiko, wir beide wieder. Ja, man munkelt, dass wir in der Nähe des Hopfenmarktes untergebracht sind, wie im Vorjahr. Und man munkelt, dass wir da beide hinpassen, wie der Deckel auf den... Ja, auf den Topf. Man munkelt aber auch, dass wir letztes Jahr schon genau die gleiche Route gewählt haben. Wie es dann ausgegangen ist, wissen wir alle. Also insofern vielleicht kein allzu gutes Omen für die Tour. Man munkelt aber auch, dass wir nicht schuld waren, sondern eher der Sportskamerad Holger B. Ja, stimmt. Genau, der Holger hat da... Habt ihr die Auslosung eigentlich live geschaut damals, nein. Also als die erste Runde ausgelost wurde? Nein. Also ich habe das gesehen und es werden jetzt 32 Paarungen in der ersten Runde gelost. Das heißt, so aus zwei Töpfen, du hast 32 mögliche Gegner. Und natürlich kannst du jetzt irgendwie einen Siebtligisten vielleicht mal bekommen, der ein schönes Dorffest veranstaltet. Du gewinnst 5-6-0 und alles ist gut. Irgendwann hat sich aber rauskristallisiert, die ganzen Unterklassigen, also richtig Unterklassigen, die sind schon weg. Wer ist denn noch so übrig? Und dann wird Hansa Rostock gezogen und du denkst so, Hansa Rostock ist beispielsweise noch übrig. Und dann kam natürlich der VfB. Also von 32 möglichen Gegnern wieder exakt denselben rauszugreifen, hätte man auch Lotto spielen können. Ich sehe das Ganze ehrlich gesagt viel, viel mehr jetzt gerade als Chance, denn als Risiko. Also um mal am ganz großen Regal zu greifen, du hast eigentlich sogar symbolisch gesehen die Chance, diesen verpatzten Saisonstart von 2018 an gleicher Stelle wieder gerade zu biegen, so ein Stück weit. Das darf dich überhaupt nicht interessieren. Spielt aber bei vielen. Also nein, ich glaub, wer ist denn noch da? Wer ist denn da? Naja, Holger Badstuber, ja. Mario Gomez. Ja, aber das darf keine Rolle spielen. Auch wenn ich die beiden sportlichen Entscheider diese Woche, habe ich schon mehrfach gesprochen, Mislintat und Walter, haben beide so, geh mir weg damit, das interessiert mich nicht. Statistik bloß. Die wissen natürlich auch, 4 DFB-Pokalspiele in Rostock mit dem VfB, historisch gesehen, 4 Niederlagen. Es sind 4. Ja, es sind 4, genau. Und davon, glaube ich, zweimal erste Runde, einmal zweite Runde, einmal Viertelfinale. Also das ist schon eine Mannschaft, wenn es den Namen Angstgegner irgendwie geben sollte, im VfB-Kontext, dann brauchst du nicht nach Leverkusen gucken, nach Frankfurt oder nach Freiburg, sondern besser vielleicht nach Rostock. Das hat natürlich aber auch inhaltliche Gründe, weil natürlich Hansa Rostock, wir wissen es, ein Drittligist ist, aber natürlich ein gefühlter Zweitligist. Ja, also die wissen ja auch, wie es geht. Spezielles Ambiente, spezielle Atmosphäre. Ich glaube auch nicht, die Statistik können wir weglassen, das wird die nicht interessieren, wenn die da raus haben. Außer vielleicht wirklich Badstuber. Gut, er ist ein alter, abgezockter Profi, aber vielleicht denkst du doch noch mal kurz drüber nach. Und dennoch eins soll ich noch schnell sagen zu dem Ross, und dann können wir wieder auf das Spiel kommen. Es war ja ein Fehler, Badstuber in Rostock, glaube 0-2 verloren, dann ein Fehler im Bundesliga-Auftaktspiel in Mainz, auch wieder Badstuber. Ich schaue links, die Sonne ist rechts, der Ball ist irgendwo. Kann ich mich noch dran erinnern, hat er damals gesagt. Das klingt wie ein Songtext von Roland Kaiser irgendwie. Aber die Sonne auf meiner Schulter und der Gegner im Rücken. Ja, egal. Auf jeden Fall waren das zwei Fehler Badstuber und die Saison hat da so einen Knick gekriegt. Danach haben sie dann gegen Bayern gespielt, etc. Was ich sagen will, selten habe ich das gesehen, dass so ein Auftakt wirklich so einen negativen Twist und so einen negativen Lauf hatte. Und jetzt sind schon zwei Spiele gespielt, man steht ja besser da. Insofern, ich bin optimistisch. Die Rostocker ihres Zeichens 3 Spieltage schon hinter sich in der dritten Liga. Ich meine, vier Punkte haben sie auf dem Konto. Also auch, am ersten Spieltag, glaube ich, eine 3-0-Führung gegen Viktoria Köln verdaddelt und dann auch 3-3 gespielt. Also jetzt auch noch keine gefestigte Mannschaft. Woran ich so ein bisschen denken muss, Philipp, ist, dass das, was Jonas am Anfang unserer Folge erzählt hat, nämlich dieses
Auswärtsheimding. Also ich glaube, nach dem Heidenheim-Auswärtserlebnis Voith Arena ist Ostseestadion so der nächste Lackmustest für die Restverteidigung. Und ja, so. Es ist vor allem, also es kommt halt ein völlig anderer Gegner auf sie zu. Ne? Bisher war es so, Hannover und Heidenheim waren eher spielerische Ansätze. Hast du in Heidenheim ja gesehen, selbst bei Pressing-Druck vom VfB haben die hinten noch flach rausgespielt. Das wird Rostock nicht tun. Ja? Sondern die gehen dann eher die Variante hoch und weit, gibt Sicherheit und hoffen dann halt oft darauf, dass irgendwie ihre Stürmer vorne was machen können. Pascal Breyer, Ex-VfB-Mann, 4 Saisonspiele, 2 Tore, wird spielen. Dann haben sie noch so Leute wie Ronny König drin, also wirklich abgewichste Jungs, die seit Ewigkeiten Fußball spielen und ganz genau wissen, wie es geht und wie man sich Räume verschafft und so weiter. Wird nicht allzu einfach sein da oben. Allerdings ist Rostock mit dem Trainer Jens Hertel übrigens Ex-Kickers-Spieler, ja, lange Zeit für Kickers zweite Liga, glaube ich, sogar gespielt. Gemeinsam mit Mislint hat ja beim genau, richtig, die waren beim Trainerlehrgang, das heißt, da kennt man sich. Ja, mal abwarten, sehr spannend, ja, womit du rechnen kannst, ganz klar, Stadion wird brennen, nicht nur im wörtlichen Sinne durch Pyrofackeln wahrscheinlich, sondern auch, dass die Leute sind halt total angefixt. Die wollen nochmal dieses Wunder schaffen, die wollen nochmal, dass man eben hier aus Stuttgart hochfährt und nichts holt. Die haben wieder so eine Riesen-Choreo geplant, das heißt, es sind 20.000 Shirts produziert worden, alle in weiß und so weiter und so fort. Also da ist natürlich die Ostsee-Region da rundum, das wird natürlich eine spezielle Atmosphäre sein. Nochmal eine Stufe drauf auf Heidenheim ganz sicher. Lackmustest, Heiko, ist glaube ich ein richtig gutes Wort dafür. Ja, da müssen wir mal loben den Herrn Pavlic. Ja. Ich wollte noch was zur Choreo sagen. Ja. Letzte Saison, wir haben es erwähnt, wir waren beide im Stadion, der Philipp und ich. Fand ich super, fand ich überragend und für mich ein Beispiel, dass man das nicht pauschal einfach in die Tonne treten sollte. Das ist das eine. Das andere ist, was sich da an Heidenheim, ich weiß, hier hören viele VfB-Fans zu, das ist mir aber egal. Vermehrt. Was sich da in der Kurve abgespielt hat in Heidenheim, das fand ich auf Deutsch gesagt kacke. Ja, also in welcher Kurve jetzt? Im VfB-Block. Ja. Also da wurden da jämmerlichst die Dinger abgezündet und dann der traurige Höhepunkt war, wie da so ein roter Topf gezündet wurde und kein Mensch hat mehr irgendwas gesehen. Das bringt einen nicht weiter, Leute. Tut mir leid. Wenn Unterstützung, alles schön. Ich bin auch nicht gegen Pyrotechnik, wenn sie so schön eingesetzt wird wie vergangenes Jahr in Rostock. Aber dieser rote Topf da, was der da zu sagen hatte, also das muss mir mal einer erklären. Da gehen wir jetzt schon sehr in Details, glaube ich, Heiko. Ich erkläre dir das mal, wenn mal eine ruhige Minute ist. In Rostock am Hopfenmarkt. Oh ja. Genau. Ich fange jetzt auch nicht von diesem kroatischen Migrationshintergrund an, den ich da so ein bisschen habe. Du bist, quasi in dem Rauch aufgewachsen. Ne? Ja, dann kriegt man das quasi statt Babymilch oder so irgendwie. Ich glaube, es wird ein Hexenkessel, es wird ein geiles Spiel. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin irgendwie optimistisch. Also ich bin der Meinung, dass der VfB einen soliden Saisonstart hingelegt hat und im Flow ist und das jetzt mitnehmen kann. Also optimistisch würde ich nicht sagen, aber ich denke, sie sind eben in einer ganz anderen Ausgangsposition als letzte Saison. Da bist du nicht der renommierte Erstligist, der Siebter wurde und gerade aus dem Sommerurlaub kommt, sondern du bist jetzt jemand, der was nachzuholen, aufzuholen hat, mit einer völlig neuen Ansatz an das Spiel rangehst, mit einem neuen Staff und Trainer hat es jetzt erst die Woche gesagt, interessiert mich alles nicht. Wir wollen dominieren, wir wollen da hinfahren, wir wollen zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind und wir wollen sie erdrücken mit unserem Spiel und genau das wirst du, glaube ich, sehen und dann meine ich jetzt schon sagen zu können, dass Hansa Rostock nicht die Mittel hat, wie sie beispielsweise Heidenheim oder Hannover haben und insofern wird das Spiel entsprechend ausgehen. Von mir noch einen Satz dazu oder zwei. Riesenfaktor ist das, im Unterschied zum vergangenen Jahr, der Philipp hat es gesagt, man hat jetzt schon 2 Pflichtspiele in den Knochen und das wird sich auch positiv bemerkbar machen. Ich finde, das macht schon was her, ne? Also gerade im Vergleich zum letzten Jahr, wo du einfach gar nicht weißt, wo du stehst und dass der Pflichtspielauftakt ist, ich finde, das ist echt ein großer Unterschied. Und solange René Riedlewitz nicht spielt bei Hansa Rostock, kann es auch noch gut werden. Tipps ganz kurz, sollen wir an der Stelle noch? Ich sag 3-1 VfB. Ich tippe nicht, nein. Ich weigere mich. Ich weiß nicht, was es da zu weigern gibt. Ich sage 2-0 VfB. Na also, ich glaube, der Kollege weiß schon, warum er das nicht macht. Dann haben wir noch was aufzulösen, ne? Richtig. Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen. Die Fangfrage aus der letzten Woche wurde gestellt und gesucht wurde. Wurde der VfB-Stürmer, der gegen den FC St. Pauli das einzige Bundesliga-Tor im Trikot des VfB Stuttgart gemacht hat gegen den FC St. Pauli. Heiko, wir haben auf der Rückfahrt aus Heidenheim lange darüber diskutiert und du weißt mittlerweile, wen wir gesucht haben, ne?
Jetzt gucke ich in deine schönen Augen und Ich hab's vergessen. Jetzt weiß ich's wieder. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ein großer, blonder, schlanker Mann. Darf ich's verraten? Ja. Geboren oder aufgewachsen in Honau, unweit der Burg Liechtenstein. Ich habe ihn oft gesehen im Trikot von Hoffenheim und ich meine, er hat aus seiner Karriere sehr viel rausgeholt, weil er ist jetzt nicht mit dem allergrößten Talent und es ist Sven Schiplock. Völlig richtig, Heiko. Sven Schiplock, damals 2011 am Millerntor das entscheidende Tor zum 2:1 geschossen. Haben auch einige gewusst. Gewinner ist informiert, freut sich, reist aus Berlin an. Wow. Man höre und staune, ja. Glückwunsch nochmal dazu. Geht mit seinem Papa zum Spiel. Wird eine Überraschung. Ich hoffe, der Papa hört den Podcast nicht, sonst ist keine Überraschung mehr. Und unser nächstes Gewinnspiel wird dann, glaube ich, nächste oder übernächste Folge kommen. Wenn das darauf folgende Heimspiel, was ist denn das nach Aue? Fällt mir gerade gar nicht ein. Du hast Dienst, Christian. Ich meine, das ist VfL Bochum. Ah, Bochum. Am 2. September. Fürs Bochum-Heimspiel gibt es wieder Karten zu gewinnen. Ich glaube, Montagabend. Ja. Ja. Bis dahin, Leute. Facebook, YouTube, wo ihr ab sofort unsere Podcasts hören könnt. WhatsApp, Voicemail schicken mit Meinung, wenn ihr welche habt, wenn ihr Ansätze habt. Facebook, Twitter, Instagram, was habe ich vergessen? Also überall könnt ihr uns finden und wir freuen uns, wenn ihr euch beteiligt, in den Diskurs einsteigt, Lob, Kritik, Anregung jeglicher Form da lasst. Nehmen wir immer gerne mit. 0160 989 35788, die Nummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Richtig, genau. Das ist die WhatsApp, das ist der WhatsApp-Chat. Wir sehen alles, schreiben beim so gut es geht zurück. Und wie gesagt, das ist die Nummer. Wenn wir immer jetzt Anfang der Woche aufrufen zur Meinungsabgabe, da könnt ihr euch melden, Voicemail aufnehmen, zum bestimmten Thema einsprechen, abschicken, ab dafür. Ihr beiden, ich wünsche euch ganz viel Spaß an der Ostsee am Montag. Heiko, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ja, danke, hat Spaß gemacht. Dann sehen wir uns nächste Woche. So sieht's aus, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao. Podcast, der Main VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.